Hallo lieber Steinbock, schön, dass du hierher gefunden hast. Ich werde mir heute im Kollektiven uns den Mai 2024 mir anschauen, quasi was könnte auf dich zutreffen, in welcher Energie könntest du dich quasi befinden. Bitte bedenke, lieber Steinbock, dass es eine kollektive Legung ist. Nicht alles kann mit dir wortwörtlich resonieren, das sage ich jedes Mal. Was aber auch wichtig ist und eine große Rolle spielt, ist dein Aszendent Mond und Venus-Sternzeichen. Ja, weil du hast ja nicht nur, sagen wir, diesen Sonnensternzeichen, du hast auch andere Energien, die dich beeinflussen, ja? Okay, lieber Steinbock, ich würde sagen, wir starten. Und zwar schauen wir uns, welche Türe sich schließt hinter dir und welche neue Türe sich öffnet, ja? Mal schauen, welche neue Türe öffnet sich und welche lässt du zurück? Ja, was lässt du denn zurück? Was könnte das sein? Für jeder von uns ist es etwas anderes, das ist klar. Wir haben ein paar Gemeinsamkeiten, ja, auf den Weg, aber jeder hat seine eigene Mission und Situation. Mal schauen, lieber Steinbock, für dich im Kollektiven. Wow, die Sonne. Welche neue Türe öffnet sich hier? Die maskuline Seite. Du fängst an, aktiv zu werden. Die Sonne. Die Sonne erreicht dich, ja. Das bedeutet für viele auch, dass sie sehr aktiv werden. Die maskuline Seite kreiert. Du manifestierst hier. Du bist andauernd am Manifestieren. Du kreierst neue Sachen, neue Projekte. Du findest dich selbst. Du findest wieder die Freude. Das hat auch mit dem Solarplexus zu tun, dass du hier auch eine Befreiung bekommst. Du hast wieder diese Willenskraft. Es ist wichtig, ja, dass du hier auch den Solarplexus sozusagen fließen lässt, ja, weil sonst haben wir keinen Mut, keine Kraft, neue Dinge zu starten, und das passt perfekt, ne, bei dir. Du schließt eine Türe, indem du vielleicht nicht weitergekommen bist, indem du passiv warst, und jetzt auf einmal fängst du an, Aktionen zu bringen. Also die maskuline Seite aktiviert sich hier, und natürlich auch durch die Sonne. Die Sonne strahlt wirklich intensiv. Wir wissen auch, die Ausstrahlung der Sonne ist zurzeit richtig stark. Es gibt auch Videos darüber, in denen sie sprechen über die Sonnenstrahlen, ja, was sie alles tun. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, lieber Steinbock, wenn du dich aber sonst, ich mache das sehr gerne, ja, und die Sonne ist sehr heiß. Also sie ist nicht mehr so, wie sie letztes Jahr war oder vor 2, 3 Jahren. Also man merkt schon den Unterschied, ja. Und wir sehen hier, wie du gebunden bist an die Sonne, wie wichtig, was es für eine große Rolle spielt in deinem Leben, ja? Sehr schön. Okay. Und wir dürfen auch nicht vergessen, bald hast du auch die 6 Monate erreicht. Das ist immer wichtig bei der Astrologie, die 3 und die 6 und die 9 Monate, ja? Und dann natürlicherweise wieder den Geburtstag zu erleben, ja? Und bei dir ist es dann so, falls du jetzt am Ende Dezember, Anfang Januar geboren bist, die 6 Monate, also da sind wir quasi Juni, auch Juli könnten wir sagen, und da passiert auch sehr viel, ja? Das ist ja auch Richtung Sommer, würde ich hier sagen, okay? So, jetzt schauen wir mal metaphorisch, was dich erreicht oder in welcher Energie du dich befinden kannst. Also diese Karten haben keine Beschreibung, gar nichts. Wir gehen hier sehr intuitiv vor. Das ist immer sehr wichtig, dass man die Intuition mitnimmt, ja? Wow, schön. Das kam doch auch irgendwo raus. Ich glaube, bei den Zwillingen, wenn es mich nicht täuscht. Das ist hier eine öffentliche Bar, das ist hier eine Cafeteria, man geht hier etwas trinken, man könnte hier ausgehen mit Freunden, man könnte hier einen schönen Kaffee trinken, eine Unterhaltung führen mit Menschen. Also du bist nicht alleine, und auch wenn du jetzt alleine einen Kaffee trinken gehst, du bist nicht wirklich alleine. Du bist hier in die Öffentlichkeit. Ich habe das Gefühl, dass du hier auch Zuneigung brauchst, also auch die Menschen um dich, ja, spielen eine große Rolle. Und natürlicherweise sehe ich auch hier durch die Karte auch sehr viel Freude, dass man hier etwas unternehmen will, dass man hier nicht in seine eigene vier Wänden ist, sondern es ist auch wichtig, dass man frische Luft schnappt. Und vor allem, Leute, das ist klar, der Steinbock ist ein Mensch, was ich an den Steinbock sehr liebe, das sage ich immer wieder, das ist diese Kapazität, mit sich selbst zu sein. Also die Steinböcke sind da ganz großartig, ja, haben sehr großes Wissen, aber es tut auch mal gut, dieses Wissen zu teilen mit
andere. Nicht immer alles für sich behalten oder auch die Probleme mal zu reden darüber. Also die Steinböcke sind nicht Menschen, die so gerne reden. Wenn ihr euch selber kennt, wisst ihr das ganz genau. Aber es tut auch mal gut, über sich selbst mit jemand anderem zu reden. Ja? Aber es tut dir allgemein gut, einfach mal frische Luft zu schnappen und einfach mal mit Menschen, unter Menschen zu sein, würde ich hier sagen. Ja? Die Sonne geht auf, ja, du gehst auf, du blühst hier auf, würde ich sagen. Sehr schön. Okay, schauen wir mal weiter mit den Gedanken, die Emotionen. Lieber Steinbock, für dich im Kollektive natürlich, da hat man schon eine Karte richtig hart. Sie wollen nicht rein, aber wir wollen ja nicht zu viele Karten. Wow. Leute, Wahnsinn, ich freue mich. Und zwar, du manifestierst hier, du bist hier bereit zu manifestieren. Du blockierst eine Situation, also diese Blockade ist nicht mehr da. Das freut mich sehr für dich. Das merkt man auch mit der Sonne, das sage ich ja. Du blühst auf, du bist nicht mehr der Mensch, den du warst. Gewisse Dinge gehen in Ordnung, finanziell auch, beruflich. Ne? Blockaden, die du gehabt hast, die gehen hier auf. Und wie? Mit Transformation. Also du könntest hier, was ich auch den anderen Sternzeichen gesagt habe, mit Hilfe des Human-Designs schauen. Wenn du jetzt ein manifestierender Generator bist, ein Manifestator, da kannst du wirklich auch manifestieren. Du hast die Kraft, das zu tun, ja? Weil das ist wunderbar. Also hier gehen auch die Dinge. Also das ist wie wenn du jetzt hier, sagen wir mal, lieber Steinbock, gewisse Situationen, Ziele erreichst in deinem Leben, die du davor nicht erreicht hast, Dinge, die nicht geklappt haben und auf einmal klappen. Ja, du hast hier ganz viel, wirklich Message. Hier geht es auch um eine Person, die du blockiert haben könntest oder dich blockiert hat. Und auf einmal herrscht hier wieder Kommunikation. Ja, wieso? Wieso herrscht hier wieder Kommunikation? Weil die Person wahrscheinlich, sagen wir mal so, irgendwo Schuldgefühle gehabt hat. Entweder ist es deine Energie, du sagst ja, Katja, ich habe Schuldgefühle, ich hätte anders agieren sollen mit dieser Person, kann aber auch gut sein, dass diese Person gegenüber dir irgendwo sich schuldig fühlt. Ja, das muss nicht immer die Liebe sein, das kann ja auch ein guter Freund sein, der hier sagt, komm, lass uns mal was trinken gehen, lass uns mal diese ganze Streitigkeiten oder die Missverständnisse mal auf Seite schieben, eine Familienangelegenheit, also es sind hier wirklich schöne Karten, aber es geht hier um eine Person, die sich auch irgendwo schuldig fühlt. Und das ist nicht immer schön, wenn man solche Schuldgefühle hat, weil das gleich für uns eine Blockade ist. Ja, es kann ja gut sein, dass du jetzt diese Blockade nicht mehr hast, dass du dich nicht mehr schuldig fühlst, dass du sagst, nee, jetzt reicht's, ich will nicht mehr schuldig sein, das ist nicht das, was ich will. Ich will jetzt weitermachen, ich will jetzt mein Leben beherrschen, ich will wieder im Kommando sein. Ja, also die Steinböcke sind Menschen, die eigentlich immer zur Selbstständigkeit tendieren, immer selber die Chefs sind. Also wenig, sehr wenig wirst du hören, dass die Steinböcke selber irgendwie unter anderen sind. Sehr selten. Und wenn das so ist, dann brauchen sie sehr viel Ausdauer und sehr viel Kapazität und sehr viel Durchhaltungsvermögen, ja, weil das denen sehr schwer fehlt. Okay, also du hast eine tolle Legung, schon am Anfang mit der Sonne. Die Sonne lässt sich grüßen sozusagen, ja. Die Sonne klopft an deine Türe. Und du bist jetzt hier bereit zu manifestieren. Das ist das Allerwichtigste. Ich weiß ja nicht, was du manifestierst. Ich weiß nicht, was du auf die Beine stellst, aber bestimmt etwas Tolles. Fredezza, Silenzi. Aber jetzt nicht mehr, weil jetzt du hier dich entfernst. Du entfernst dich hier. Du tust dich jetzt hier ein bisschen so, guck mal, du hast hier zum Beispiel, also das kann der Steinbock oft machen. Die Steinböcke sind Menschen, die das gerne machen. Zum Beispiel könntest du jetzt eine Person haben, mit der, also in der du dich distanziert hast, weil diese Person kalt war, aber auch eine toxische Verbindung zu dir hatte. Und das ist wie wenn jetzt hier jemand kindisch agiert. Also entweder meldet er sich komisch oder du meldest dich komisch. Also die Steinböcke an sich können das auch machen. Das ist jetzt nicht so, dass ihr hier nicht das Wort Lisbeth, ich muss es mal googeln, weil das ist mir wichtig. Jedes Mal finde ich nicht das richtige Wort. Das habe ich auch bei dem Schütze gemacht. Ich muss da mal schauen. Ein Augenblick. Okay, übersetzt, das ist hier eine Trotzphase. Also wenn jemand hier irgendetwas aus Trotz macht. Also
Ja, nein, ich würde jetzt sagen, das hört sich jetzt nicht so an. Das habe ich schon den Schütze erklärt, auch bei so einer Übersetzung, das für mich nicht richtig war. Aber die Karte sagt hier auf Deutsch gesagt, übersetzt, das ist so eine Trotzphase. Also wenn jemand so ein Kind sagt, hey, ich möchte das jetzt aus Trotz, ich möchte es unbedingt, ich bin hier ein bisschen verwöhnt. Es kann gut sein, dass jemand mit euch so umgeht, kann aber auch andersrum sein, dass ihr hier jetzt hier etwas tut, extra, um dieser Person es heimzuzahlen, okay? Das könnte gut sein. Was ich hier aber auch sehe, ist, dass jetzt gerade eine Situation auf dich zutreffen wird, aktuell, das ist in deinem Leben schon, eine Situation, in dem du etwas kreierst, auf die Beine stellst, was dich emotional nimmt, leidenschaftlich, das kann hier ein Hobby sein, was du transformierst in einem Beruf, okay? Das kann hier aber auch eine Liebessituation sein, die Liebe mit dieser Person. Das ist hier immer ein Aus, An, dieses In, Aus ist, dieses Zusammen, nicht zusammen, ich weiß nicht, was er will. Man meldet er sich, man hat also diese Trotzphase, dann hat sie diese Trotzphase. Es könnte hier schon möglich sein, dass wir hier auch über so eine Situation reden. Könnte ja auch sein, dass hier jüngere Menschen beteiligt sind. Weißt du, es muss nicht immer der Liebende oder die Liebende sein. Es kann ja gut sein, dass du hier Kinder hast und die Kinder, quasi jetzt hier erwachsene Kinder, so 18, 19, 20-Jährige, etwas dir auch aus Trotz machen. Ja, extra, um dir es auch irgendwie zu rächen als Mama, Papa. Ja, du willst nicht, dass ich das mache. Ich mache das jetzt trotzdem. Ich benehme mich so. Verstehst du? Die Kinder, du hast so eine 16-Jährige, 17-Jährige, die haben doch diese Trotzphase. Sogar vorher. Das beginnt schon vorher. Ich merke das auch an meinem Sohn. Also, obwohl er wirklich 9 wird, aber ich merke das schon, ja, dass diese Trotzphase auch kommt. Wenn du mir nicht das gibst, was ich will, dann werde ich das dir auch zeigen, dass ich auch anders sein kann. Aber da muss man wirklich hart sein. Und ich denke, du als Elternteil, als Steinbock-Frau oder Mann, hast du das im Griff. Ja, da kannst du das sehr gut. Okay, schauen wir mal, was Lassie Billa uns sagt bezüglich deiner Situation. Muss ja nicht sein, dass diese Situation hier mit der hier resoniert. Ja, okay, hier ist jemand traurig. Sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Ja, und es geht hier um, das geht hier um eine, ich sag mal so, es kann hier wirklich ein Sohn oder eine Tochter der Grund sein, wieso man hier weint, weil es einem nicht so gut geht. Es kann aber auch gut sein, dass hier die Hauptperson deine Energie ist. Du hast hier geweint, du hast hier sehr viel Tränen geflossen für jemanden und jetzt bist du dir bewusst, dass du jetzt diese Situation loslässt, weil du hier in diesen großen Manifestationen bist. Also du kreierst gerade etwas Neues. Bambino, Kind bedeutet auch eine neue Energie. Also, lieber Steinbock, das ist wie wenn etwas Neues in deinem Leben ist. Ja, und du jetzt fähig bist, das umzusetzen, okay? Und du darfst dich jetzt freuen, anstatt du jetzt hier weinst, anstatt du jetzt dich fertig machst. Kann ja aber auch gut sein, du hast jetzt hier irgendwo als Mann eine Frau beleidigt oder du hast dir etwas gesagt und das war nicht toll, okay? Aber auf jeden Fall fängst du hier etwas Neues an, okay? Es ist etwas Neues da. Es könnte eventuell aber auch ein Sohn oder eine Tochter sein, mit der du jetzt gerade dieses Problemchen hast. Ich nehme mal nochmal. Aber guck mal, was hier kommt. Das ist schon mal schön. Das gefällt mir, weil jetzt kommt hier eine Offenbarung. Uno fetter, fetter di bace. Jemand äußert sich, jemand sagt dir, hey, komm, lass uns Friede machen, lass uns versöhnen. Was ich auch dem Schütze gesagt habe, dass eine Versöhnung stattfinden kann oder diese Person dir auch das geben kann, was du jetzt wirklich brauchst. Hat die Lösung in der Hand oder du findest die Lösung. Aber es ist wie wenn das von jemandem kommt. Questo fetta, es kommt von jemandem, ja. Wie sagt man das? Jemand gibt dir etwas, ja. Und dieses gewisse Etwas kann aber auch mit Emotionen zu tun haben. Muss ja nicht nur materiell sein, ne? Dass man denkt, okay, das ist Geld, das ist das. Nee, das kann auch emotional sein. Also ich denke hier auch sich öffnen. Dass man sich hier öffnet gegenüber einem anderen Mensch und sagt ehrlich, was Sache ist. Das kann ja gut sein, dass du jetzt mit deinem Sohn, mit deiner Tochter sprichst.
Hier haben wir Löwe, falls dich das interessiert. Hier haben wir Wassermann, Krebs, ja. Also wir haben hier unterschiedliche Sternzeichen, ja, falls das dich interessiert. Jetzt schauen wir mal, lieber Steinbock, wie es weitergeht für Mai. Leute, das kann auch hinausgehen vom Mai. Du bezahlst hier einen Karma, du schließt hier ab. Guck mal, du wirst hier befreit. Das ist toll. Die Karte finde ich fantastisch, wie sie gemacht worden ist. Kennt ihr diesen, wie heißt das, Serie? Den habe ich jetzt nicht angeschaut, Leute. Den habe ich nicht angeschaut. Ich weiß es gar nicht. Ich kenne nur den Titel, weil ich hier die ganze Zeit die Empfehlung bekomme. Orange is the New Black. Gefällt mir gar nicht. Leute, ich bin ganz ehrlich, das Film nimmt mich nicht. Für diejenigen, die es angeschaut haben, vielleicht einfach mal sagen, ist er wirklich gut? Also viele Bekannte von mir sagen, Katja, guck es dir an. Inspiriert mich nicht. Ich weiß nicht, wieso. Das ist nicht mein Typ. Ja, viele empfehlen es mir, aber ich weiß nicht, wieso. Es kommt mir irgendwie komisch vor. Und diese Karte erinnert mich immer an das Cover. Ja, ganz ehrlich, mit diesem Orange. Hier wird jemand befreit. Hier befreit sich jemand von seiner eigenen Blockaden, wie ich ja gesagt habe, ist Blockcode. Du bekommst hier die Sonne, Leute, die Sonne, große Arkanen, hier Wunscherfüllung. Alles ist da. Du bekommst hier das, was du verdienst. Eine glückliche Familie, eine Versöhnung. Jemand entschuldigt sich. Jemand kommt auf dich zu. Jemand hat verstanden den Fehler, dass er gemacht hat. Eine Familie, die sich wieder vereint. Geschwisterliebe, bruderlich, was es auch immer ist. Das ist wie wenn diese Person hier ganz genau weiß, irgendwie habe ich vielleicht Fehler gemacht in meinem Leben, aber ich möchte nicht mehr diese Fehler wiederholen. Natürlich kann das aber auch gut sein, das ist deine eigene Energie. Du sagst, okay, jetzt richte ich mich nach einem neuen Situation. Und hier könnte dieser Ritter der Kelche auch das Schlüssel sein. Ja, du fängst hier etwas an, du freust dich, du möchtest mit dieser Person eine Familie gründen. Alle Karten zeigen hier, dass du hier das verwirklichen kannst mit dieser Person. Also es fehlt ja nichts, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Zweimal die Sonne, du wirst hier von der Sonne umarmt. Die Sonne, wirklich, die Sonne wärmt dich. Lieber Steinbock, und du brauchst Wärme. Das ist ja klar, guck mal, in deinem Leben war das oft kalt. Und die Kälte, die bringt dich ja nicht weiter. Es gibt Menschen, die sind sehr kalt, ja. Es kann aber auch gut sein, du befreist dich hier von einer toxischen Beziehung. Jemand schreibt dir, er meldet sich, sie meldet sich, aber du weißt, es gibt eine neue Person, die auf dich wartet. Es gibt auf der anderen Seite eine Erneuerung. Leute, es gibt etwas Neues. Und das hat mit dem zu tun, was Neues auf dich zukommt. Eine leidenschaftliche Beziehung, eine neue Angelegenheit, die beruflich sein könnte, ja? Dass dich nimmt, dass du anerkannt wirst, dass du endlich sagst, wow, meine Wünsche werden erfüllt. Also, das machst du selber. Du manifestierst hier selber. Du bist dein eigener Manifestator. Also, du selber kreierst all diese Dinge, ja? Sei stolz auf dich. Lieber Steinbock, also ich kann ja nur, wahrscheinlich wird der Titel auch sein, sei stolz auf dich, weil du hast hier Meilensteine geschafft, okay? Wow, Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, schauen wir mal, was hier. Hoppla, Leute, ich nehme jetzt die, weil sonst sind es zu viele. Die hat sich gedreht. Erinnere dich, wer du bist. Wow, ich liebe das, wenn die Karten so geil sind. Erzengel Michael, erinnere dich, wer du bist. Ja, du bist hier jemand, ne? Du bist ein mächtiges, liebvolles und kreatives Kind Gottes. Du wirst zutiefst geliebt. Leute, Erzengel Michael hat hier sozusagen ein Wort reingelegt, also gesprochen. Also ihr wisst, wie ich mit Erzengel Michael so gebunden bin, wie ich bete an Erz Michael. Und wenn ich das auch schaffe, dieses Jahr endlich mal in die Stadt zu kommen, ja, also dieses Energiepunkt, weil es gibt ja drei oder vier Energiepunkte, wo Michael gebaut hat, ne? Und ich kann es kaum erwarten. Ich weiß, das ist wirklich nicht immer, wie sagt man das, man ist so enthusiastisch, aber dann kommen gewisse Dinge. Und ich hoffe, dass Erzengel Michael mich auch unterstützt an diese Reise, weil Erzengel Michael kann einem sehr unterstützen. Ja, wenn man ihn anbetet, wenn man daran glaubt, nicht jeder muss an Engel beten oder glauben, Erzengel, ne, das ist klar. Jeder macht das so, wie er will. Ob du jetzt an Gott glaubst, an was anderes, jeder ist frei, das zu tun, was er will. Aber was wichtig ist, erinnere dich, wer du bist. Ich weiß, dass du hier stolz sein kannst auf dich. Also du könntest hier auch sagen, hey, wie habe ich das nur geschafft?
Ja, ich hatte wirklich nicht die Ahnung, dass ich sowas schaffen kann. Ja, das schaffst du. Du bist hier ein geliebtes Kind Gottes. Du bist jetzt hier nicht nur irgendein Kind, sondern du bist das Kind Gottes, okay? Du darfst das nicht vergessen. Wow, also, wow, eine wunderschöne Legung. Wie oft ich jetzt hier wow sagen werde oder wie oft ich das gesagt habe, das ist so. Ne? Wenn ich sehe, was für eine Legung. Natürlich, lieber Steinbock, das sage ich dir jedes Mal, du hast es nie einfach. Du hast es nie einfach gehabt, ne? Sternzeichen, das gibt Sternzeichen im Zodiac, die das wirklich nicht einfach haben. Du gehörst dazu. Du bist einer davon, der wirklich es nicht einfach hatte, ja? Und jetzt durch diese Oppositionen, die du dich befreit hast, wie ich auch den Krebs gesagt habe, Krebs ist auch einer davon. Und Krebs ist ja auch deine Kontrapart. Ne? Das gibt keine Zufälle. Und der hat es auch schwer gehabt. Und jetzt endlich kommen diese Befreiungen. Sehr, sehr schön. Okay, schauen wir mal, mit welchen Sternzeichen hier. Wow. Sonne, also die Sonne. Leute, hier Sonne. Sonne, Sonne. Das geht gar nicht anders. Die Sonne lässt dich grüßen. Wir haben hier Löwe. Wir haben hier Jungfrau. Falls es dich irgendwie stutzig macht, wer diese Personen sein könnten, wer hier um dich ist. Natürlich haben wir hier auch alle Wasserelemente, Fische, Skorpion, Krebs. Wir haben hier Widder, okay, zweimal Feuerelemente und dein eigener Element. Also, Entschuldigung, nicht Element, dein eigener Sternzeichen. Also quasi Steinbock zu Steinbock ist ein bisschen kompliziert, aber es gibt schon solche Beziehungen, ja. Und natürlicherweise auch Jungfrau, dürfen wir nicht vergessen. Was ich auch sehr toll finde, ist, wenn man ein Feuerelement findet. Das gleicht sich auch sehr aus, weil Feuer geht nach oben. Steinbock hält das auf dem Boden natürlich. Das ist gut, Stabilität und Feuer. Erde und Feuer kann man wirklich sehr viel unternehmen, kann man sehr viel austauschen, sage ich mal so. Okay, sehr schöne Legung. Wie gesagt, die Sonne lässt sich grüßen. Du darfst stolz auf dich sein, weil das alles hast du selber manifestiert. Ich weiß ja nicht, was du machst. Ich habe da keine Ahnung. Kannst du gerne einen Kommentar schreiben, was du alles geschafft hast. Lass dich jetzt hier nicht von dieser Trotzphase von diesem Mann oder Frau, wer das auch immer ist, vielleicht auch deine eigenen Kinder. Du wirst hier wahrscheinlich eine Lösung finden, ja? Bestimmt. Also bestimmt kommt hier die Befreiung von der Situation, würde ich sagen. Okay, lieber Steinbock, das war hier deine Legung, ja, für den Mai 2024. Ich freue mich über ein Feedback, über einen Daumen nach oben. Falls du noch nicht meinen Kanal abonniert hast, dann lege ich es dir ans Herzen, weil dann bist du Teil dieser Community, ja, und dann ist auch oft, also öfters deine Energie dabei, ja? Also glaub daran, das ist klar, es gibt keine Zufälle, wieso du dir diese Videos anschaust, okay? Mach's gut, pass auf dich auf. Ciao! Ciao!